Der Schliersee-Triathlon, Sixtus, ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Und da sind wir alle sehr, sehr stolz. I'm very happy and proud to have the winner of the Alpine Triathlon in Schliersee and Spitzingsee here next to me, Mark De Weij. Mark, was it very hard for you? It was definitely challenging, but I knew I just had to keep on as I sort of broke the field apart on with the swim. So we were three on the bike and we were two when we came into transition, so I just had to run. I didn't know how my legs are going to feel, but they felt pretty good actually. So it was a really, really fine race. But I found this like a really, really nice region. It's pretty calm, so we can breathe. Like, you hear my expression, like there is space to breathe. Yes. And the mountains are just gorgeous. Ich freue mich ganz besonders, dass ich die Lisa Terz neben mir stehen habe. Sie ist die Königin vom Alpentriathlon. Sie hat ihn nämlich heute gewonnen. Lisa, herzliche Gratulation von meiner Seite. Wie war es denn auf der Strecke? Wie war es Schwimmen? Wie war es Radeln? Und wie war es Laufen dann? Also von Anfang bis Ende super schön. Ich muss sagen, heute habe ich von der Landschaft nicht ganz so viel mitbekommen, aber gestern, als ich mir die Strecken angeschaut habe, fand ich einfach von... Der See ist super schön klar, Berg hoch, also ich liebe die Berge einfach, weil da wohne ich nicht im Berg und dann hier die Laufstrecke direkt am See lang war super schön. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dich wiederzusehen und drücken ganz fest die Daumen für die weiteren Rennen von dir und freuen uns natürlich, wenn eine Titelverteidigerin wieder zum Alpentriathlon an den Schliersee und an die Spitzingsee kommt. Vielen Dank!